Recht herzlich willkommen zur 23. Folge von Planet Nomads. Ja, sind wir in unserer Basis hier oder unserer zukünftigen? Ja, wir müssen hier gucken, dass wir die Winde fertig kriegen, ne? So, machen wir mal. Platten haben wir noch. Also, Ecke ist fertig. Hier kommt ein eine Wand rein. Da auch eine Wand. Nee, war ein Fenster. Gehen wir ein Stück rüber. Da, das ist, glaube ich, Fenster. Nee, wieder Wand. Alles klar, dann ist das ein Fenster. Jo. Das ist eine Wand dann. Auf Heizen tut sich der Laser da. Fertig. Sonne geht unter. Fenster fertig. Eine Ecke. Schön fertig. Andere Seite. Das ist ein Wandteil. Das ist die Tür. Die Tür geht nicht. Fehlt uns was. Mechanische Teile. Okay, hier wieder Wand. Fertig. Wir werden müde. Dann Fenster und die Ecke. Gut. So, brauchen jetzt noch mechanische Teile. Eine. Und wo ist der 3D-Drucker? Hier ist er nicht. Da unten ist er. Aber ich glaube, Rahmen haben wir noch, aber ich glaube, lass uns erstmal die Wände weitermachen. Na, geh hoch. Und dann machen wir erst Seitenteile weiter. B müssen wir haben erst und dann müssen wir... Was machen wir denn zuerst? Zwei Wandteile, okay. Machen wir ja auch. Die 5 ist das. 1. Und der daneben. 2. Dann ein Fenster da, das ist die 3. Dann wieder ein Wandteil. Die 5. Kein Fenster. Und dann wieder die 3 mit dem Fenster dahin. Und dann Eckteil. Passt. Die Ecke ist die 6, oder? Jo. Die dahin. Wie sieht's da aus? Ein Fenster. Okay. Fangen wir mit der 3 erst an. Machen wir das Fenster dahin. Wunderbar. Dann die 5, dann die 3 wieder. Müssen wir da rüber gehen. Passt. Und da muss ein Fenster und dazwischen eine Wand. Die 5. Passt. So haben wir. Dann können wir die 8, ist das die Decke? Ja, ich glaube, das ist die Decke, oder? Müssen wir mal gerade gucken nochmal. B drücken. Und ja, ist die Decke. So, jetzt müssen wir die irgendwie da dran kriegen. Aber wie? Wir sind durstig. Ja, sieht irgendwie gerade doof aus, ne? Wie können wir das da hinkriegen? So wäre es, glaube ich, richtig, oder? Da war es irgendwo, wo es eingerastet ist gerade, oder? Da. Passt. Gut, dann kriegen wir das auch noch hin. Läuft. Und noch einer. Klick und geht nicht aus. Super, oder? Ja, wie machen wir das jetzt? Da weiterbauen einfach. So, passt's. Da.
auch. Und das Teil auch noch. Haben wir es erst. Das lassen wir mal so. Dann können wir was fixen. Da die Platten dran schrauben sozusagen. Sitzt der auch. Das geht. Läuft. Den noch mal fertig machen. So, jetzt kannst du schon mal nicht mehr drunter regnen. Und fertig. Jetzt fängt es sogar an zu regnen. Können wir das also testen. Also, hier sind wir trocken. Aber es kommen ein paar Tropfen doch rein, ne? Ist nicht ganz dicht, das Dach. Komisch. Wenn man nach unten guckt, dann tropft es irgendwo, ne? Ja. Okay, da kommt, ist klar. Noch das Fenster fertig. Da noch ein Wandstück. Läuft. Nochmal ein Fenster. Fertig. Akku leer. Dann geht's jetzt nicht. Wegen Akku leer. So, fertig. Der geht nicht ein Stück näher. So. Fertig. Ja. Können wir irgendwo einen 3D-Drucker sehen? Ne, sehen wir nicht. Aber da ist er, wo das grüne Symbol ist, ne? Das ist der Notfalldrucker, ne? Wir können also hier einen machen. Was haben wir denn hier? Teil 7 ist. Und was anderes. Da ist der mittlere 3D. Das ist der Combat Web Machine, die brauchen wir auch. Die packen wir. Na, warte mal, machen wir zurück. Was ist das? Das ist der Emergency 3D Drucker. Dann nehmen wir den weg und machen da die Fat Machine hin. Also die Food and Drink Machine. Jo. Da können wir hinmachen. So. Denk mal, ne? So, können wir die bauen? Nee, Composite Parts. MK1 fehlen uns da. Gehen wir zu unserem Container, den wir da irgendwo haben. Wir müssen gerade hier noch was essen, trinken und so machen. Frischwasser da. Das ist okay dann. Und was zu essen ist da. Nehmen wir auch. Gut. Dann lass uns zu diesen Kapsel gehen, wo der Container daneben liegt. Da sind noch Sachen drin, ne? Das war hier rüber, ne? So, einmal hochgeflogen. Da ist es. Daneben ist der Container, ne? Lass uns da nochmal reingucken. Okay, elektronische Teile. Und hier ist die mechanischen Teile. Und die können wir leider nicht reinpacken. Das geht leider nicht. Kann man das erstmal was essen? Und den Schlafsack, den können wir. Die Batterien auch. Packen wir darüber, oder? Ach, das geht nicht. Schade, das ist ein Einbahnstraßencontainer, ne? Kannst du nur rausnehmen. Okay, dann den Schlafsack rüber. Das geht noch. Reinforced Frames, okay. Das sind alles Teile, die wir da nicht mitnehmen können, ne? Das geht auch nicht rüber, ne? Geht nicht. Können wir so mitnehmen dann. Das Frischwasser, dreckige Wasser geht auch nicht rüber. Das sind die kombinierten Teile. Die mechanischen Teile können wir alle nicht mitnehmen. Ja. Dann müssen wir erst gucken, dass wir irgendwo was lassen. An der Basis müssen wir dann gucken, dass wir da was bauen oder so und das da hinbringen. Können wir noch was essen gerade? Und dann gehen wir zurück.
Okay. Laufen wir da gerade rüber. Und ja, gucken wir, dass wir hier was bauen, ne? Wo ist der Container? Ist er das? Nee, das ist Medbay. Da ist er. Tun wir den da hin? Okay, der war auf 4. Dann gehen wir den da wieder hinlegen und dann können wir noch was mit anderes mitnehmen. Item Dispenser. Nehmen wir den erstmal mit. Gucken, was wir damit machen können. Können wir noch einmal was essen hier? Das geht ja nicht. Dann sollten wir daneben irgendwie was machen, oder? Ja, das war die falsche Taste. B wollen wir haben. Dann bauen wir jetzt den Vierer. Kann man den irgendwo hinbauen? Ja, so. Dann gehen wir dahin. Da fehlen uns jetzt gerade die Rahmen für. Auch schön. Wir brauchen zwei, haben nur eins. Dann müssen wir rausgehen. Und den 3D-Drucker. Entschuldigung. Dann müssen wir den mal hier gerade machen, ne? Die bauen. Nutrition level dropping. Dann machen wir einen. Dann können wir da auf jeden Fall einen essen. Den Rahmen nehmen wir. Und dann können wir den Container machen, ne? Aber den können wir auch hier hinsetzen, irgendwo, oder? Das war die 4. Oh, ein bisschen viel in der Erde, oder? Da drauf. Ah, komm, da geht's auch. Bisschen runter, so, passt. So, dann können wir den bauen, oder? Jo, passt. So, dann können wir da was ablegen jetzt. So, die Schlafsäcke, die Batterien und die Graskraut. Das Biozeug kann rein. Das Fleisch, oder? Ne, das Biozeug, das nehmen wir wieder mit. Wir brauchen noch ein paar Sachen. Holen wir die erstmal dafür, die Dinge zu bauen, sag schon hier, die kombinierten Teile und so. Holen wir die erstmal. So, da unten ist das. So, dann nehmen wir das mit. Die mechanischen Teile. Die kombinierten Teile. Plating haben wir doch auch schon, ne, oder? Ist doch da? Ne, da. Ne, auch nicht. Nutrition level Die können wir dropping. übereinander backen, okay. Dann nehmen wir noch die Bio-Klamotten mit. Okay. Das dreckige Wasser. Ja. Und einen Platz haben wir noch. Nehmen wir die mit. Gut. Dann können wir hier raus aus dem Loch. Zurück zur Basis. Und vielleicht können wir die Essensmaschine jetzt fertig bauen. Ne? Müssen wir mal gucken. Da rein. Zusammenbraten geht. Fertig. Wir brauchen jetzt noch den Generator, den Biogenerator. Da müssen wir B aufmachen nochmal. Was machen wir denn weg? Container. So. Nehmen wir mal erstmal, wo ist der Generator?
Das ist er, den nehmen wir erstmal, packen den da für den hier diese Armory, oder? Ach, zack, das Fensterteil brauchen wir jetzt gerade nicht, oder die Tür. So, dann bauen wir den da hin. So. Ja, wir brauchen wieder Rahmen, geht also auch nicht. Dann gehen wir erstmal an eine Kiste, an den 3D-Drucker. Dann müssen wir den ersten Rahmen wieder bauen. Ausgewählt ist es, aber dann machen wir ein paar mehr. Zwei brauchen wir. Fünf, ich glaube 10 Stück machen wir erstmal. Machen wir 10 Stück. Gut, die können wir vielleicht hier lassen. Geht das? Ja. Einen Rahmen haben wir jetzt gekriegt schon dadurch. Und jetzt brauchen wir noch mehr davon. Zwei auf jeden Fall, ne? Ja, drei haben wir jetzt. Vier. Einen nehmen wir noch mit, oder? Fünf. So, dann soll es erstmal reichen. Gehen wir erstmal wieder los. Hoch in die Basis. Und da rein. Und den Generator daneben stellen. Eins. So rum. Oder so rum. Hat er überall zwei, also auf zwei Seiten einen Anschluss da unten. So, ja, machen wir so. Gut. Dann braten wir den zusammen. Oder? Dann müssen wir den anschließen. Das ist Disconnect, das ist Connect. Okay. Und da drauf müssen wir klicken. Ich glaube nicht, ne, oder? Doch. Ja, funktioniert. Aber läuft noch nicht. Das war der falsche. Ne, das soll jetzt. Den können wir auf jeden Fall schon mal da reintun. Oder? Ne, lass uns mal gucken hier. Da ist es richtig. So, jetzt läuft der. Ja, komm. Jetzt die anderen da rein, oder? Die rüber und dann produzieren wir davon erstmal Zeug. Oh. So viel wollen wir nicht. Shift-Taste oder so? Ne, tut sich auch nichts. Steuerung geht auch nicht. Dann machen wir es händisch. 20 Stück machen wir fertig. So, dann läuft er erstmal. Gut. Ja. Die Biomaschine nicht. Composite-Container. Ja, was ist das? Wo brauchen wir den für? Das ist die 0. Da ist er. Noch so ein kleines Teil. Wofür braucht man das? Keine Ahnung, wofür der gut ist. Zur Decke geht's auch nicht. Ah, da ist so ein Docking-Teil. Das ist also dafür. Gut, da ging's gerade. So. Aber wofür es gut ist? Keine Ahnung. Gut. Falsche Taste. Das können wir da rausgehen. Das läuft erstmal. Und ich denke, für können wir was trinken. Und noch was essen. Aber gleich müssen wir noch schlafen gehen. Aber das denke ich mal, machen wir in der nächsten Folge. Ich denke. Recht herzlichen Dank und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.